Begrüßt ihn laut und hysterisch. Hier ist für euch Lukas Wattke. Guten Tag. Oh, ihr habt richtig Bock. Das macht richtig Spaß hier. Second Chance Show. Quasi das Relegationsspiel für den Hamburger Comedy-Pokal. Geil, guck mal, brauch nicht mal eine Pointe. Ihr wisst genau, warum ich das hier sage. Relegationsspiel und Hamburg, da war ja was. Aber ich bin wirklich, das war gerade so ein Ding, ich stand da hinten und dachte, ah, das kannst du nicht sagen, die hassen dich sofort. Aber kennt ihr das, wenn man so eine innere Stimme hat und sagt, scheiß drauf. Das Risiko gehe ich hier einfach mal schön ein. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Lukas Wattke, ich komme aus Köln. Und ich habe das mit dieser inneren Stimme tatsächlich oft. Ich fühle mich da gerade in diesem Relegationsspiel-Ding gerade wieder bestätigt. Ich habe das immer mal wieder. Ich war eigentlich auf einem guten Weg in meinem Leben. Ich habe zu 99% alles in meinem Leben unter Kontrolle. Ich habe Abitur gemacht. Ich radel mit Helm. Leute, oh, beruhigt euch. Oh, guck mal. Ich habe einen Bausparvertrag. Aber diese eine innere Stimme, die verkackt es mir manchmal. Beispiel, ich hab eine Nichte, die ist 3 oder 8 oder sowas. Ja, ist ein Mensch. Ich finde wirklich, Kinder im Alter zu schätzen, unmöglich. Das ist so, haben wir hier Kinderbesitzer? Das ist... Ja, Eltern hätte ich sie jetzt auch benennen können, das stimmt. Das ist, aber wirklich, also die ist so, keine Ahnung, die ist kleiner als das Ding, die ist so Barhocker hoch, alt. Wie alt ist man, wenn man so, das ist, ja danke, ihr wisst selbst nicht, 4, 8, keine Ahnung, genau, das kann eine sehr große 2-Jährige sein oder eine super kleine 18-Jährige. Keine Ahnung, ihr fehlt auf jeden Fall ein Schneidezahn hier vorne, dann ist sie ja wohl ein Kind. Oder ein Assi. Ich weiß es nicht. Das hat sehr lange gedauert, betrunkener Mensch. Oder ist das meine Nichte? Das wäre natürlich... Das ist so ein, ich habe mit der letztens Mau Mau gespielt, ne? Kennt ihr das Kartenspiel Mau Mau, total süß. Und die hat gewonnen. Und da habe ich schon gemerkt, Kinder haben überhaupt keine Empathie. Die hat sich nicht gewonnen, die hat sich nicht gefreut, weil sie gewonnen hat. Die war einfach nur, die war einfach nur Rache. Die hat sich gefreut, dass ich verloren habe. Mega assi, oder? Und die hat sich mit ihren kleinen Händen, mit ihren Speckärmchen, ich habe gewonnen, Mau Mau. Und ich dachte mir da wieder zu 99%, gönn ihr den Sieg. Sie hat ja nichts. Ja, Leute, nicht mal ein Schneidezahn. Die hat nichts. Und dann kam dieses 1% und hat gesagt, Moment mal, du hast nicht letzte Karte gesagt. Ja, ich habe die Regeln ja nicht gemacht. Letzte Karte musst du sagen, sonst 2 ziehen. Ja, ich habe in sehr traurige Kinderaugen geschaut. Von der 2- bis 18-Jährigen. Oder noch so ein Ding, das ist auch so, ich finde es auch geil, dass ihr hier seid. Ich meine, es ist heute Sonntagabend, so, meine Sonntagabende sind immer so Couch und Film. Ne? Ich bin dann immer so der klassische Netflix-Typ und wenn ich sage, ich gucke so sonntags einen Film, dann meine ich, ich suche 4,5 Stunden, was ich rein theoretisch bei Netflix gucken könnte. Um dann nach der Suche nach 4 Stunden zu sagen, ich gucke Tatort, ja. Das ist so, warum? Das, oh, ich hasse es mittlerweile. Und ich mache mittlerweile, vor allen Dingen noch schlimmer wird es ja, wenn du zu zweit bist. Ne? Das ist ja so, das funktioniert gar nicht. Ich mache das jetzt immer so, wenn ich mit meiner Freundin einen Film gucke, sage ich, komm, entscheid du. Ne? Sie hat recht, ich habe meine Ruhe, alles ist cool. Da auch eine schöne Beobachtung. Woran merkst du, dass es die richtige Entscheidung war für den Film? Dass die Frau absolut tief in der Geschichte drin ist und sie den Film liebt? Sie schläft. Meistens so nach 2,5 Minuten. Und so quer auf mir. Ich bestehe aus ihrem Haupthaar. Und die hat viel Haupthaar. Was auch sehr warm ist übrigens. Und du denkst so, und du weißt auch so, es kommt Fußball. Und wo liegt die Fernbedienung immer? Unter ihr. Und dann beginnt dieses Dr. Bibber, dass man da so ganz... Sie darf nicht berührt werden. Und dann schaltest du ganz leise rum und dann kommt sofort, ich wollte das noch gucken. Du hast seit 30 Minuten die Augen geschlossen. Wie guckst du mit den Kniescheiben? Das geht, ja, danke. Schön, dass du mir hier beim Comedy-Pokal auch in den Rücken fällst. Ja, geil, wenn das jetzt jemand aus der Jury war. Das geht, ne, der kommt nicht ins Finale, der lügt. Das ist wirklich so. Und auch da hatte ich wieder diese 99%. Das war so, die liegt dann da mit ihrem Haupthaar. Und ich denke mir, ja, komm, das ist,
Sie ist müde, sie hat einen richtigen Job, du bist Gaukler. Ja, gönn ihr das. Zu 99%, es ist ja auch Vertrauensbeweis, ne? Da dachte ich mir auch zu 99%, vielleicht ist es Liebe. Und dann kam diese innere Stimme und hat gesagt, du könntest sie jetzt auch töten. Es tut mir leid. Ich meine, ja, das ist, ich meine, also ich finde es viel schlimmer, dass ich es noch weiter denke, würde ich es alleine überhaupt schaffen? Wie viel wiegt sie? Würde ich sie jetzt in den Teppich einrollen? Das ist ja wie Rouladenrollen letztendlich. Wobei der Teppich ist viel zu kurz, da gucken dann ja die Füße raus. Das war ein richtiges Problem. Und irgendwann guckt sie mich an und sagt so, an was denkst du? Und ich so, wir brauchen einen größeren Teppich. Ich mach's natürlich nicht. Aber ich könnte. Nein, ich mach's natürlich nicht. Also, Sebastian hat ja gesagt, ich wohne mittlerweile in Köln, ich komme aber eigentlich vom Dorf, ich komme mitten aus der Pfalz. Ja, bleib sitzen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ich komme so von so einem Minidorf. Was sind so die Talente von einem Dorfkind? Saufen. Guck mal, die erste Reihe direkt. Saufen. Ist aber wirklich wahr, ne? Das ist auf dem Dorf, gibt es auch immer einen Grund zu saufen. Ich finde das wahnsinnig witzig. Das ist wirklich so, die Feuerwehr hat ein neues Löschfahrzeug. Die F-Jugend hat nur 4-0 verloren heute. Carsten hatte den ersten Samenerguss. Ich war der Vollste, ich weiß gar nicht, wer Carsten ist. Und auch da, ich war gestern hier auf der Reeperbahn. Ihr macht es einen auch nicht leicht. Ich bin ja unvernünftig. Das war auch wieder die 99%. Es ist Samstag. Du könntest dich jetzt zu 99%, bist du dir sicher, dass du dich auf die Show vorbereitest? Ja, dann stand der Julian mit Wodka-Shots und ich dachte... Ich habe aufgepasst! Und das Witzige daran ist wirklich so, ich trinke dann ganz gerne so, kennt ihr Wodka Ahoi, dieses Getränk mit dieses Ahoi-Brause und dann trinkt man so einen Wodka hinterher? Ne? Ich habe das gestern in Hamburg bestellt, ich war so richtig euphorisch, ich habe das bestellt, gibt die Kellnerin mir einfach, gibt die mir so einen Wodka Ahoi, ich schütte mir das Ding in den Mund, kam kein Getränk hinterher. Wo ich mir auch dachte, was dachte sie jetzt? Er ist so betrunken, mal so ein Zwischen-Ahoi für ihn, das reicht, das ist... Schon mal Ahoi pur im Mund gehabt, so, ich glaube, mir hat ein Drache ins Maul geschissen. Und das ist auch so witzig, weil ich habe eine Schwägerin und die Schwägerin ist so gemein, die erzählt nämlich immer so Eskapaden der letzten Nacht über mich vor der ganzen Familie, die verpetzt mich immer. Ne? Ich höre auch immer gespannt zu, weil ich es auch zum ersten Mal höre. Und das ist immer so, die erzählt es dann ihrer Schwester so und wenn ihre Stimme, ja, wenn die was witzig findet, dann steigt ihre Stimme in so eine Frequenz, die verstehe ich aber leider nicht. Die Geschichte ist eigentlich ganz kurz, so, ich bin mal betrunken über einen Gartenzaun gestürzt. Meine Schwägerin erzählt das ihrer Schwester so, die sagt so, ja, das war ganz lustig. Weil gestern, hör mal zu, Nora, der Lukas, der war so besoffen und da war da so ein Ball und dann da so, das war so witzig. Und ihre Schwester mit einer Selbstverständlichkeit, die haben sich so unterhalten. Hättest du ein Faxgerät dahingestellt? Und irgendwann frage ich meinen Bruder so, Alter, wie zur Hölle verstehst du bitte deine Ehefrau? Und er guckt mich nur und sagt, so Leute, das war's von mir. Vielen Dank. Mein Name ist Lukas Watzke. Tschö. Danke euch. Lukas Watzke! Lukas. Ha ha ha!